So, hallo ihr Lieben. Ja, es ist halb. Viele schalten sich gar nicht frei. Macht doch bitte mal von vornherein eure Mikros gleich aus, dass wir keine Nebengeräusche haben. Immer nur zum Sprechen freischalten. Hallo Rebecca, hallo Andreas, Markus, schön, dass du dabei bist. Alex, hallo. Ja, wir haben ja gerade alle schon gelesen. Wir nennen keine Krankheiten, nur die Symptome, die Beschwerden davon. Wir halten uns an die Richtlinien, versuchen es zumindest. Ne? Ja, schön, dass ihr alle dabei seid, freut mich. Heute haben wir ja unser Thema Bluthochdruck und was alles passieren kann, was die Folgen davon sind. Ich glaube, das wissen wir alle, was kommen kann von Schlaganfall, Herzinfarkt. Sind so diese typischen Symptome, die dann sofort kommen. So, die Helga ist auch da, schön. Ja, in Deutschland sind wir in Europa auch an der Spitze mit Bluthochdruck. Wir führen da wirklich an und auch mit Schlaganfall und Herzinfarkt. Habe ich alles nochmal schnell nachgelesen? Ja, gut, so richtig fit bin ich in dem Thema auch nicht. Bin ich natürlich sehr, sehr froh, dass ich die Angelika sehe. Hast schon Bluthochdruck, Angelika? Nein, okay. Ja, jetzt erstmal vorab. Hat vielleicht vorab schon irgendjemand eine Frage, jetzt speziell zum Bluthochdruck? Das Schweigen. Hat jemand Erfahrungsberichte? Ein noch lauteres Schweigen als vorher, aber bestimmt kann irgendjemand was erzählen. Tina, ich habe einen. Okay, Andreas, gerne. Ja, Entschuldigung, wir haben technisch, jetzt geht's los. Hört ihr mich? Ja, ja. Hallo erstmal in die Runde. Ja, ich hatte gerade kurz vorher noch einen Anruf von einer Dame, deren Mann auch COPD hat. Er ist Architekt, kommt quasi aus der gleichen Branche wie ich, aus der Immobilienbranche, tut Häuser kaufen und so ein Kram. Renovieren und verkaufen, ist sehr gestresst immer gewesen. Ja, und konnte sich halt eben nur noch mit Sauerstoff bewegen. Und jetzt hat seine Frau mich eben angerufen, hat gesagt, du, wir haben uns heute wieder ein neues Haus angeguckt, das ging über 4 Etagen. Mein Mann, der konnte ohne Sauerstoff vom 1. bis in die 4. Etage springen. ja, hellauf begeistert. Und sie wollen jetzt, ich habe ihr dann eben noch geholfen, einen Autoship einzurichten. Also die nehmen beide jetzt jede Menge Laminin und auch die anderen Produkte mit dazu. Ja, das war jetzt eben mal das Aktuellste, ne? Finde ich also ganz klasse. Er mit seinem COPD braucht kein Sauerstoffgerät mehr, kann sich wieder frei bewegen. Die Laborwerte, die sie wohl hatten, da gibt es ja auch routinemäßige Untersuchungen, sind wohl die besten, die sie überhaupt in den letzten Jahren hatten. Und sie selbst auch ist sehr stressgeplagt, hat dadurch immer viel abgenommen. Und war halt sehr stressempfindlich. Sie ist halt eben auch viel, viel ruhiger geworden und ja, sind begeistert davon. Also das war jetzt ganz aktuell von eben, von vor 5 Minuten. Das war jetzt erstmal was zu mir. Aber ich glaube, der Alex hat was zu sagen. Nee, hat er nicht. Danke, Andreas. Ja. Alex, hast du was zu sagen? Er hat einen Bildschirm aus. Okay, vielleicht... Dann löse ich dich, Tina. Wenn du möchtest, kann ich was erzählen. Ja? Super. Okay. Ja, wir haben ja das Thema immer wieder in der Praxis, ne? Bluthochdruck. Das ist ja so eine Seuche dieser Zeit, sage ich mal. Und was wirklich ganz toll hilft, ist die Kombination Laminein und Omega zusammen. Ja, das macht ja natürlich auch Sinn. Omega ist ja etwas, was das Blut so ein bisschen verdünnt. Da muss man ja mal dahinter schauen, warum produziert denn der Körper überhaupt einen Bluthochdruck? Das macht er deshalb, weil er das Blut
natürlich immer mit einem gleichen Druck durch die Venen und Arterien, also durch die Arterien pumpen muss. Aber wenn aus irgendwelchen Gründen das Ganze schwieriger wird, ja, weil das Blut zum Beispiel eindickt oder natürlich, weil die Arterien zugehen, ja, dann muss er den Druck erhöhen. Das tut er übrigens auch, wenn mit den Nieren irgendwas nicht stimmt. Ja, wenn mit den Nieren was nicht stimmt, dann erhöht er den Druck, weil er muss ja immer noch, oder er ist zumindest bemüht, gleich viel Blut durch den Körper zu pumpen. Und das wissen wir alles, wenn ein Rohr langsam zugeht, dann müssen wir mehr Stoff geben, dass das Blut oder dass das Wasser da noch durchgeht. Ja, und das ist das Prinzip. Und daher brauchen wir unbedingt beim Bluthochdruck das Omega dazu, und zwar hochdosiert, weil Omega macht das Blut etwas dünner. Ja, das ist etwas, was dann ganz, ganz wichtig ist. Außerdem das Vitamin K2, was da drin ist, das hilft dem Körper, die Ablagerungen, die in den Arterien drin sind, wieder abzubauen. Das heißt, das macht beides. Das macht den Weg frei und es macht das Blut dünner. Das sind Grundvoraussetzungen, um überhaupt einen hohen Blutdruck wieder loszukriegen. Ja, und das haben wir also wirklich, ich kann euch jetzt nicht irgendwie, eine ganz konkrete Geschichte fällt mir jetzt ehrlich niemand ein, aber ich habe bestimmt in den letzten anderthalb Jahren 5, 6 solcher Geschichten gehabt, dass die Leute wirklich im Bluthochdruck wieder losgeworden sind durch Laminein und Omega. Und das Allerschönste, dazu gibt es Untersuchungen, ja, wissenschaftliche Untersuchungen. Da haben sie nämlich wirklich getestet, Laminein und Omega, genau in dieser Kombination, und haben blutdrucksenkende Medikamente dagegen getestet. Ja, also das gibt es ja wirklich selten. Und da kam eindeutig raus, die Kombination von Omega und Laminein ist wirksamer als die anderen Produkte. Also kann man nur empfehlen. Ja, aber jetzt nagelt mich bitte nicht auf diese Untersuchungen fest. Da müsste man sicherlich bei der Firma nochmal nachfragen. Aber diese Untersuchungen gibt es. Also ich habe die selber gelesen, aber ich könnte sie jetzt nicht ad hoc finden, weiß ich nicht. Aber es ist da und es ist bewiesen und es zeigt sich auch wirklich im täglichen Umgang und im täglichen Erleben, das funktioniert. Also das kann man wirklich nur wärmstens empfehlen. Aber eben nicht Laminein alleine, sondern mindestens mit Omega dazu. Okay, super. Also ich habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe vorhin auch noch ein bisschen so nachgelesen und habe auch in Studien gelesen, dass die Schulmedizin gar nicht so die richtigen Medikamente dafür haben und gar nicht so wirklich helfen können. Finde ich echt erschreckend. Ja, die meisten Menschen bauen ja immer noch auf die Menschen im weißen Kittel, auf die Götter in Weiß, und wenn man dann so doch mal nachliest, ist es wirklich erschreckend, dass gar nicht so wirklich geholfen werden kann. Vielleicht noch, wisst ihr alle, von was Bluthochdruck überhaupt entsteht oder warum es entsteht? Okay, also habe ich eben auch nachgelesen. Ups, das sollte nicht sein. Also es ist natürlich die Ernährung. Die sollte man umstellen, wenn man merkt, was ich auch interessant finde, was ich nicht wusste, dass Frauen in den Wechseljahren auch sehr dazu neigen, Bluthochdruck zu bekommen. Finde ich interessant. Man sollte Sport machen, also wenn man sich wenig bewegt, ist natürlich das Ganze auch. Allerdings, wenn man schon den vollen Bluthochdruck hat, ist es das komplett Falsche, in ein Sportstudio zu gehen und zu stemmen, weil da einfach von der Luft her diese Pressatmung ganz, ganz schlecht ist. Also lieber einfach laufen, spazieren gehen, walken gehen, sowas ist ganz, ganz wichtig, dass man dann eigentlich macht. Ja, das Rauchen natürlich, ne? Drogen ganz klar, Alkoholkonsum, hoher, ist auch ganz ausschlaggebend dafür. Ja, das ist jetzt so, was mir dazu einfällt. Weiß nicht, ob es von euch noch jemanden gibt, der noch was dazu sagen kann, von was alles es noch hervorgerufen wird. Rebecca, war das ein Handzeichen? Nee, die Geli, ja schön. Ich liebe dich, Geli.
Wenn du jetzt noch dein Mikrofon anmachst, wäre es cool. Ich habe es angemacht. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Ja, okay, da war das Ding verschoben. Also, eine Hauptursache von, und das weiß man ja inzwischen, sagen wir mal so, gehen wir mal zurück in die Vergangenheit. Bluthochdruck ist eine Seuche des 19. bzw. 20. Jahrhunderts. Und man hat früher, hat man angefangen und hat es dem Cholesterin in die Schuhe geschoben und hat gesagt, viel Fett macht Fett und es macht die Adern innen zu. Und so entstand natürlich auch unter Richard Nixon, der hat das ganz arg propagiert, die Kohlenhydratmast. Kohlenhydrat war ein billiges Produkt, früher war das nämlich nicht so, dass man in diesen Massen Kohlenhydrate gegessen hat. Und jetzt sind nun mal Kohlenhydrate nichts anderes wie Zucker. Polysaccharide, aneinandergereihte Zuckermoleküle. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich 17 war, gab es bei der AOK, ich war 17 Jahre alt, ich muss mal überlegen, bin ich 65, einen Vortrag, warum man Bluthochdruck bekommt und wie schlimm eine Leberwurst fürs Leben wäre. Ich war ganz geschockt. Mit 17 war jung, schlank, konnte man sich auch gar nicht vorstellen. Also das war ganz furchtbar, wie schlimm eine Leberwurst eben für die Adern wäre und dass das die Adern zuklatscht. Vergesse ich nie. Das war der Schock meines Lebens. Ich bin dann auf Kohlenhydrate gegangen und mit diesen Kohlenhydraten wurde ich immer dicker. Ich hatte aber ein Glück, bei mir hat sich das Fett außen angelegt, nicht innen. Aber mit der Thematik beschäftigt man sich natürlich. Und zwar ist es ganz einfach so, wenn man sehr, sehr viel Zucker im Blut hat und da ist es für das System egal, ob Zucker oder ob Kohlenhydrate oder nur das Glukosesirup und was es alles da gibt. Unter alles, was mit Ose aufhört, ist versteckt Zucker. Wir haben, wenn man eine Packung umdreht, nicht nur der normale Zucker, sondern es hat ganz, ganz viel andere Zucker, wie Sucralose, Saccharose und so. Das ist alles versteckter Zucker. Also dieser Zucker bewirkt, dass die Adern verletzt werden innen, in der Innenhaut. Und dann kommt der Körper und nimmt Calcium und kleistert diese kleinen Mini-Verletzungen zu. 98% Calcium, 2% Cholesterin. Und das ist das Interessante, da kriegen die Leute auch Cholesterinsenker da dafür. Und das macht die Gefäße mit der Zeit eng. Eine andere Geschichte ist ein Mangel an Calcium. Denn wenn der Körper Calciummangel hat, dann bewirkt es, dass das Calcium-Außensystem in die Muskelzelle gedrückt wird. Und die Gefäße sind ja auch Muskeln. Und diese Muskelzellen werden hart, indem das Calcium reingedrückt wird. Interessanterweise, dann kommt die Pharmaindustrie und die Calciumkanalblocker. Es gibt inzwischen Kombipräparate, aber damit hat es mal angefangen. Um dieses Einströmen des Calcium in die Zelle zu verhindern. Und wenn aber jemand einen hohen Calciumspiegel hat, dann bewirkt es genau das Gegenteil. Das ist das Spannende dabei. Das ist das Paradoxon. Aber es ist ganz einfach so, die Ernährung ist für meine Begriffe die Hauptursache von Bluthochdruck. Und ich denke, dass diese schlechte Ernährung, die wir haben und dieser viele versteckte Zucker, noch gefährlicher und schlimmer ist wie die Zigarette. Also mit der Thematik habe ich mich ja schon viele Jahre auseinandergesetzt, auch mit dem, was Zigarette macht. Natürlich, Zigarette ist es auch nicht alleine. Und dann noch etwas, Stress, Leute, Stress. Der hohe Cortisolspiegel, der einfach nicht nur die Haut weich macht, der alles andere durchlässig macht. Man weiß es ja, man ist aufgeschwollen, aufgedunsen. Ihr glaubt, da denkt man kriegt Cortison. Das ist ja nicht bloß hier an der Haut, das ist ja auch irgendwo innen drin, wo sich dieses ganze Wasser ablagert und Wasser absetzt. Das gehört nämlich noch dazu. Und das Stresshormon Cortisol, das macht so viel. Das ist mir eigentlich zuerst, ich habe immer gedacht, die mit ihrem Stress ist halb so schlimm. Aber erst seit ich jetzt Lemminein kenne, habe ich mich mit der Cortisol-Geschichte erstmal auseinandergesetzt, was das bewirkt. Das bewirkt ja unter anderem auch diesen Bluthochdruck. Es bewirkt aber auch auf Dauer Diabetes, der Bluthochdruck nur eine Facette. Andere kriegen Arthrosen, kriegen Gelenksprobleme. Manche kriegen beides oder dreimal, weil sie gar nicht reagieren, wenn der Körper den ersten Schuss vom Bug knallt und sagt, du, hey, so geht's nicht weiter. Das ist das Problem dabei. Aber im Grunde, also für meine Begriffe, so wie ich es mitkriege, es gibt so viele Leute mit Bluthochdruck, die haben im Leben noch nie geraucht. Aber sie haben halt, wie alle in diesen 60er, 70er, 80er, 90er Jahren, so wie ich gepredigt kriege, Kohlenhydrate machen schlank, Fett macht Fett.
genau das Gegenteil ist der Fall. Und wenn ich heute junge Menschen in der Praxis vor mir sitzen sehe und erzähle das denen so, die gucken mich immer ganz ungläubig an, so mit 20, mit 25. Ja, das weiß man doch, dass Kohlenhydrate Fett machen und nicht das Fett. Ja, heute weiß man's. Wo ich 2003 an der Heilpraktikerschule dessen Lehrerin gesagt hat, sie sagt, Angelika, es ist mir scheißegal, was du weißt. Halt die Klappe und lern das, was du für Prüfung brauchst. Da war noch ein bisschen das Ganze anders, ja. Weil du nicht weißt, ob das bei deinem Prüfer angekommen ist. Das war ja dann höchst interessant in der Zeit. Da sagt die zu mir, du lernst das, was du lernen musst, was vorgegeben ist, was du hinterher machst, ist scheißegal. Und es ist erstaunlich, wie lang es dauert, bis so eine neue Erkenntnis dann irgendwo in den Köpfen im Massenbewusstsein angekommen ist. Aber im Grunde genommen halte ich für diese schlechte Ernährung, auch die Lebensmittelzusatzstoffe, diese vielen Kohlenhydrate halte ich für schlimmer wie die Zigarette. Ich persönlich. Aber es ist meine Privatmeinung, muss ich betonen. Okay, super. Also, ich verzichte sehr viel auf Kohlenhydrate, Gott sei Dank. Aber ich habe das andere Mango, ne? Das Rauchen. Ja, was auch noch schädlich ist, das ist für die Frauen oder eben auch die jungen Mädels, die Pille soll auch ganz gefährlich dafür sein. Ja, da möchte ich noch was dazu sagen. Das habe ich vergessen, weil du gesagt hast, in den Wechseljahren kommt der Bluthochdruck. Die Menstruation ist für die Frau der Blutverdünner. Das heißt, wenn ich Blutwerte ansehe, die haben alle einen Hämatokritwert, der um die 40 ist und darunter oder knapp über 40. Ja? Und wenn die in die Menstruation, wenn die Mens ausbleibt, dann verliert der Körper die Entgiftungsfunktion, die er hat durch die Menstruation. Oder wenn die 3-Monats-Spritze nehmen oder die Dauerspirale mit den Hormonen, wo sie keine Menstruation mehr kriegen. Zum Teil kriegen die dann andere Sachen wie Abszesse und Hautausschläge und so, weil der Körper seine Entgiftungsfunktion verloren hat. Und das dann wird auch das Blut dicker. Und dann trinken natürlich die Frauen, das ist ein Frauenproblem, vor allem trinken auch nicht so wenig. Man sieht es einfach am Hämatokritwert, dass das Blut einfach nicht mehr richtig flüssig ist. Und das verändert sich natürlich in den Wechseljahren, weil diese Entgiftungsfunktion, also Körper scheidet Blutbestandteile aus, wie rote Blutkörperchen, wie weiße Blutkörperchen. Es wird nachproduziert, klar, aber zunächst einmal verdünnt er mit Flüssigkeit, also mit Wasser, ne? mit Serum, also mit Albumin und mit Flüssigkeit. Und das macht er dann nimmer. Und da bleibt die Entgiftung weg. Und deswegen kriegen das die Frauen. Und deswegen kriegen sie auch alle anderen Probleme, die manche Männer eben in die 40er schon haben. Ja, was auch noch richtig dazu fördern soll, das sind sehr viele Rheuma-Präparate. Habe ich auch gelesen. Also Rheuma, was gegen Rheuma hilft, was man vom Arzt verschrieben kriegt, das soll auch so das Typische sein, was dazu beiträgt für Bluthochdruck. Und wenn man nachts Schnaufprobleme hat, wenn man immer dieses Stoppen und dann japs, japs, japs so hinterher, das muss auch sehr, sehr gefährlich für den Bluthochdruck sein. Was war zuerst da? Die Schlafapnoe oder das Übergewicht oder der Bluthochdruck? Ja, Übergewicht, klar. Meistens Leute, die nicht schlank sind. Mhm. Genau, also es ist irgendwo immer wieder ein Kreislauf praktisch. Ne? So, wenn ich richtig gesehen habe, die Pascal möchte was sagen. Warte, ich schalte dich frei. Jetzt. Guten Abend zusammen, hallo. Ja, also der erste Bluthochdruckfall war meine Großmutter, beziehungsweise hatte sie zu der Zeit Demenz, knapp 90, sehr viele Medikamente, unter anderem auch Blutverdünner, Cholesterintabletten und die ganzen anderen Paletten, die in diesem Alter eigentlich oftmals üblich sind. Und ich bin mit allen Inhaltsstoffen und den 4 Produkten zu ihrem Hausarzt gegangen und habe gesagt, so ab morgen wird meine Großmutter diese Produkte nehmen, was er machen möchte, und er hat gesagt, er möchte sie auf jeden Fall wöchentlich kontrollieren, also den Blut, den Quicktest machen. Und nach 3 Wochen war es sehr interessant, da hat die Arzthelferin uns gebeten um einen Termin beim Doktor.
Das hat es für mich noch nie gegeben, weil normalerweise bitten wir um einen Termin, aber dass ein Arzt sagt, ich möchte euch sprechen, das hat es noch nie gegeben. Ja, und dann war das so, dass er uns, er hat meiner Großmutter, war sehr interessant, einen Fachvortrag gehalten, nicht nur über dieses FGF2 und über 22 Aminosäuren, sondern insbesondere über das K2. Das wäre seit über 10 Jahren das allererste Mal, dass die Blutwerte von meiner Großmutter wenigstens stabil werden. Und sie nimmt diese Blutwerte immer seit mindestens schon 15 Jahren. Ich habe dann auch im Laufe der Zeit, also es sind viele Beschwerden dann weg gewesen, aber im Laufe der Zeit hat sie dann auch keine Cholesterintabletten mehr. Also es war sehr interessant, dass ein Arzt auch mal die Dose umdreht und sagt, das war ausschlaggebend für diesen Zustand. Ja. Super, danke schön, Pascal. Was ich auch gelesen habe, das ist Diabetes 2, also nicht Diabetes 1, sondern Diabetes 2 soll auch ein ganz großer Ausgabe sein, dass man eben Bluthochdruck kriegt. Weiß nicht, ob da jemand was dazu sagen kann, ob Diabetes damit, die Inka winkt. Warte mal, ich schalte dich frei. Ja, jetzt. Hört ihr mich? Ja. Sehr schön. Also, ich hatte letztes Jahr die Schockdiagnose Diabetes 2 und habe zeitgleich Bluthochdruck gehabt. Gott sei Dank war mein Diabetes 2 scheinbar nur eine Schockfunktion meines Körpers, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der nach 3 Monaten weg gewesen. Bluthochdruck hatte ich noch bis gut und gerne Mitte dieses Jahres. Aber komischerweise habe ich jetzt auch keinen Bluthochdruck mehr. Nehme ja aber auch Lemonine und alles. Ne? Also bei mir geht es super gut, seitdem ich das Zeug, also das Zeug, sage ich jetzt, unsere 4 Top-Produkte zu mir nehme. Sehr schön. Das wollte ich nur sagen. Es ist tatsächlich so, dass Diabetes mit Bluthochdruck einhergeht. Und mein Vater hat Diabetes 1. Mhm. Und der hat, nicht Diabetes 1, sondern auch Diabetes 2, sorry. Okay. Der hat starke Probleme mit Bluthochdruck. Der weigert sich halt, Laminin zu nehmen. Ihr wisst ja, wie das ist in der Familie. Ne? Gilt ja das Wort des Kindes gilt ja sowieso nicht. Und ja, mein Gott, dann muss er halt damit leben. Ne? Aber bei dem ist es auch ganz schlimm. Und der muss halt spritzen. Ne? Der hat ganz extreme Zuckerprobleme. Und natürlich extreme Blutdruckprobleme auch. Ja, aber was willst du machen? Ne? So ist es halt. Okay. Vielen Dank, Inka. Ja, sonst noch jemand? Wäre schön, wenn es noch einen Erfahrungsbericht geben würde. Andreas, hast du nicht vorhin gesagt, der Alex wollte was sagen? Ja, hat er gesagt, aber das sagt er immer mal, wenn er selbst nicht weiter weiß. Aber ich kann mal von meiner Mutter erzählen, weil für die war auch gerade Bluthochdruck zumindest dahingehend ein Thema, dass es irgendwann so war, dass sie einen leicht erhöhten Blutdruck halt hatte. Ne? So, nun ist das eigentlich eine schlanke Frau, recht aktiv, paar kennen sie ja. Hat sich auch schon auch recht gesund ernährt, kann man sagen, aber natürlich geraucht, seit sie, weiß ich nicht, 18 ist, keine Ahnung, auf jeden Fall früh. Und ja, bis auf die Schwangerschafts- und Stillzeiten und auch den einen oder anderen Versuch zwischendrin, der so bis zu 1-2 Jahre mal geklappt hat, aber ansonsten durchgeraucht. Ne? Und naja, sie fing auf jeden Fall an, es war alles letztes Jahr schon, oder ja, Anfang letztes Jahr, glaube ich, hatte so erstmal keine große Veränderung, aber bei ihr war das so, dass es sich als sogenannte Erstverschlimmerung gezeigt hat, dass er nämlich einen Tag so richtig irgendwie aufgeregt und unruhig war, hat das schon gemerkt und auch hohen Blutdruck einfach hatte. Ne? Und dann ging das so weit, dass sie tatsächlich den Notarzt gerufen hat. Und die haben ihr dann irgendwie 180 zu 120 gemessen. Also ja, gut, höher schon, ne? Aber jetzt eigentlich nicht lebensbedrohlich erstmal, wenn man jetzt nicht irgendwie vorgeschädigt ist oder sonst irgendwelche Probleme hat. Ne? Aber trotz allem hat sie das dann weitergenommen. Ich habe dann mit ihr gesprochen, habe sie da einigermaßen beruhigt. Und dann hat sich das schon eingependelt über die nächsten Monate auf einen relativ normalen Wert. Ne? So 130, 140 maximal zu 80, 90 rum.
weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber auf jeden Fall so zu einem relativ normalen Wert hat sich das dahin entwickelt. Aber gut, in dem Fall hat man gesehen, es hat halt angeschlagen in einer akuten Erstreaktion. Für sie empfunden war es zumindest so. Und hat dann aber doch einige Monate gedauert, bis sich da was getan hat. Aber es hat es dann tatsächlich. Ne? Und sie hat also vornehmlich Laminine und Omega natürlich genommen und sporadisch das Digestive und das Immune mal. Aber Immune eigentlich eher so in der Erkältungszeit. Ne? Also vornehmlich Laminine und Omega war da ihr, ja, ihr Schlüsselweg zum Ziel damit. Das konnte ich auch, hier kann ich auf jeden Fall sicher erzählen. Okay, danke schön. Wobei ich jetzt doch glatt sagen muss, also das wissen ja, glaube ich, fast alle, ich rauche auch, habe zwar auch schon meine Auszeit gehabt, aber dann kommen halt so die Momente, wo man denkt, es tut einem wieder gut, man braucht's. Und mein Blutdruck ist immer niedrig, immer. Also es muss nicht nur am Rauchen liegen. Und heute nehme ich die ersten Pflaster. Danke, Andreas. Ja, es ist sowieso, es ist individuell. Ne? Also auch das Rauchen, wie gesagt, eine Großtante und Großonkel von mir, die haben beide jeweils bis zu 4 Schachteln am Tag geraucht. Wow. Ja, also das war wirklich krass. Ich kann mich da noch dran erinnern, weil es eben so war. Und es sind beide keine Leute gewesen, die am Herzinfarkt gestorben sind. Die hatten beide keinen Krebs. Also es gibt da keine Richtlinie. Das ist es ja leider. Sonst könnten wir einfach sagen, lasst den Scheiß einfach alle weg. Ernährt euch gesund. Wenn ihr nicht genau wisst, auf was ihr speziell achten müsst, alles messen lassen, an im Zweifel Geli fragen. Und dann ist die Sache geritzt. Keiner wird krank. Ne? Aber leider ist es ja nun mal nicht so. Deswegen, klar, es ist eine individuelle Geschichte. Ne? Und deswegen ist es ja auch hier in dem Fall so, wie mit unseren Produkten die Reaktionen, ne, die genauso individuell sind, dann auch hinsichtlich der Zeit, des Verlaufs, ne, der auftretenden Erscheinungen dabei, aber eben auch der Verbesserungen. Ne. Ja, ich glaube, die Rebecca will was sagen. Die hat zumindest die Hand gehoben im Chat. Dann bin ich schon still. Bist du frei? Genau. Also genauso individuell ist es ja auch. Es gibt viele, viele Menschen, die niedrigen Blutdruck haben, zu niedrigen Blutdruck. Und es ist fast, ja, ich will jetzt niemand jetzt vorwegtreten, aber ich empfinde es, oder ich habe es schon von vielen gehört, dass das teilweise viel unangenehmer sein kann, wenn man niedrigen Blutdruck hat. Weil die bisschen höheren, die merken das nicht mal, ne? Also wenn er höher ist. Und niedriger Blutdruck ist, was die Symptomatik betrifft, auch nicht zu unterschätzen. Also es ist zwar nicht gefährlich, sagt man, ne? Aber ja, vielleicht kann die Geli da mal ein bisschen was dazu sagen, zum niedrigen Blutdruck, weil da gibt es ja auch viele. Gerade in Deutschland sagt man ja, German Disease angeblich, ne? Niedriger Blutdruck kann man ja was gegen machen. Da trinke ich einen Kaffee oder zwei und der geht hoch. Das vertrage ich aber nicht. Naja, gut, okay. Es ist der Cortisolspiegel, der den Blutdruck erhöht. Das ist es ja. Deswegen haben ja viele Leute, also nicht nur morgens einen hohen Blutdruck, sondern auch einen hohen Blutzucker, sondern auch einen hohen Blutdruck. Es ist das Cortisol, das auch den Blutdruck erhöht. Und der niedrige, und dann niedrig. Was bei niedrigem Blutdruck auch ganz arg hilft, ist halt, mir hat mal ein Arzt gesagt, eine salzige Suppe erhöht der Blutdruck mehr wie ein Kaffee. Und natürlich ist es unangenehm. Du wirst morgens schwindelig, du bist müde, du kommst nicht in die Puschen. Du kriegst vielleicht auch Kopfschmerzen, machst auch Kopfschmerzen. Zu hoch Blutdruck macht Kopfschmerzen, zu niedriger auch. Das in jedem Fall. Also da kann ich jetzt auch was dazu sagen. Also ich habe schon immer sehr niedrigen Blutdruck, sagt mir auch jeder Arzt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich das nicht hätte. Für mich ist es normal. Ich spüre das auch nicht oder habe jetzt da auch keine speziellen Erscheinungen mit Müdigkeit. Ich trinke allerdings auch, also 10 Tassen Kaffee am Tag lang nicht. Aber das mache ich nicht wegen Blutdruck, wegen niedrigen, sondern also ich bin fast noch mehr kaffeesüchtig als
Zigarette, ja. Also Kaffee ohne Kaffee geht gar nicht. Also ich merke da, muss ich sagen, ich merke jetzt nicht, dass ich niedrigen Blutdruck habe. Kopfschmerzen wegen niedrigem Blutdruck, da kann ich dazu sagen, ich war ein absoluter Kopfschmerz und mindestens einmal im Monat Migränepatient und das ist durch Lemineine definitiv weg. Also ich habe seitdem keine Kopfschmerzen und keine Migräne. Also Kopfschmerzen hatte ich einmal, weil ich 3 Wochen lang keine Lieferung hatte, aber Migräne habe ich seitdem nicht mehr bekommen. Also da kann man wirklich sagen, toi, 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 unser Produkt ist einfach klasse. Okay, die Inka noch einmal schnell kurz zwischendrin oder willst du erst, Eli? Nee, alles gut. Okay, also Inka. Sorry. Ich wollte gar nicht sagen, aber ist okay. Nee, ich hatte aber auch die ganzen Jahre niedrigen Blutdruck. Beim niedrigen Blutdruck ist es halt so, dass man sich halt schwach fühlt und zitterig. Das habe ich heute stellenweise auch noch. Also sowas bei mir zumindest. Und ich bin jetzt, ich weiß nicht, mein Körper spielt, glaube ich, Späße mit mir. Das mit der Diabetes war so irgendwie ein Scherz. Ich war bei über 7 HB1A und habe jetzt 4,5 oder nach 3 Monaten schon war er bei 4, bei 5. Oder wollte er mich wohl irgendwie verarschen, auf Deutsch gesagt. Und ja, und das mit dem Blutdruck, das war ja auch letzten 3/4 Jahr, wo er mich da geärgert hat. Und auch mit 190 zu 160 oder 140, also schon ziemlich hoch. Und ja, ich habe halt auch ziemlich viel Stress, dadurch, dass ich mir den halt selber mache, natürlich, klar. Aber das mit dem niedrigen Blutdruck, das, was die Rebecca sagt, das stimmt schon. Dass es schlimmer ist, niedrigen Blutdruck zu haben, glaube ich auch irgendwo. Weil den höheren, den spürst du ja eher. Naja, aber jetzt muss ich mich da doch mal... Darf ich mich mal da einschalten bei dem niedrigen und dem hohen Blutdruck? Ein niedriger Blutdruck ist was Unangenehmes. Ja, aber so kann es tödlich sein. Mhm. Ja, das sind für mich ganz, ganz klar 2 Paar Stiefel. Das eine ist eine Befindlichkeitsstörung, ein niedriger Blutdruck. Mhm. Und das andere kann wirklich ein hochdramatisches Krankheitsbild nach sich ziehen. Also von dem her, ich sage immer zu jemandem, der bei mir sitzt und sagt, oh, ich habe so niedrigen Blutdruck, seien Sie doch froh. Ja. Ja? Weiß Gott, wie viele Menschen, die was drum geben würden, einen niedrigen Blutdruck zu haben. Mhm. Den kriege ich hoch, dann nehme ich zur Not ein paar Tröpfchen oder sonst irgendwas. Ja, das ist nicht das Problem. Aber einen hohen Blutdruck runterzukriegen, das kann ganz schön schwierig sein. Und der ist gefährlich. Ja, der Niedrige, der tut uns nichts. Der macht uns schlapp und der macht manchmal so ein bisschen, ja, da fällt man auch mal um. Aber das ist ja nicht, also nicht wirklich dramatisch. Ja, für denjenigen schon, das weiß ich. Also ich bin mein Leben lang mit einem niedrigen Blutdruck gesegnet. Ich habe Schwangerschaften durchgezogen mit 70 zu 50. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie man da noch aufstehen will? Also da willst du gar nicht mehr aufstehen. Aber das ist wurscht. Das ist wesentlich besser als irgendwie ein Blutdruck von 180 zu 120. Ja, da wird es gefährlich. Und deshalb, also da seid ganz vorsichtig mit solchen Aussagen. So ein niedriger Blutdruck ist schlimmer als ein hoher, definitiv nein. Ja, der ist unangenehmer im Moment. Den hohen, den spürt man erst dann, wenn er wirklich so hoch ist, dass er in den Ohren pulsiert oder im Kopf pulsiert. Ja, dann merkt man es schon mal irgendwann, dass da was nicht passen kann. Aber das dauert eine Weile. Ja. Nee, das ist nicht richtig. Wenn ich 130, 140 jemals habe, dann pulsiert es mir auch schon in der Ohren, weil ich den niedrigen ja gewöhnt bin. Aber ja klar, aber es gibt auch Leute, die gewöhnen sich langsam dran, weißt du, da pulsiert es dann erst bei 200. Aber es ist auch immer so, es gibt Leute, die haben ein Leben lang einen niedrigen Blutdruck und dann plötzlich in den 50er, Ende der 50er, Anfang der 60er kippt es. Auf das kann man sich nicht verlassen. Denn irgendwann sind die Adern dann so weit, dass sie eben doch nicht mehr nachgeben. Und dann kommen die und sagen, ich verstehe das gar nicht, ich habe lebenlang niedrige Blutdrucke und jetzt heißt immer nur Bluthochdruck. Und dann gibt es noch so ganz super Schlaue, die sagen, naja, Alter plus 100 plus Alter. Das war früher die Regel, heute hat man ja 130, 140. Und dann heißt es, da muss ich sagen, das ist jetzt, da heißt immer die Pharmaindustrie, in diesem Fall ist es nicht die Pharmaindustrie. Es ist wirklich so.
Denn ich habe in der Familie jemanden, der hatte immer einen normalen Blutdruck und nur einen hohen unter Belastung. Und in diesem hohen Blutdruck unter Belastung, wo der Druck hochging, ist dem ein Aneurysma im Kopf geplatzt, hat er einen Apoplex gekriegt. Ja? Gott sei Dank ziemlich abgegangen, der hat mir auch Lärm gerufen, der sagt sofort zum Arzt, aber es hätte eben anders sein können. Und der war gar nicht so zu hoch, ich glaube 160, 170 oder 180, unter Belastung. Also von daher ist mit dem nicht zu spaßen. Mit 110 zu 60 oder 110 zu 70 passiert einem das nicht. Du musst natürlich aufpassen, wo du hinfällst mit niedrigem Blutdruck, ne? Wieso? Man fällt nicht hin. Das stimmt. Also man muss dann gucken, dass die Fallrichtung frei ist, ja. Aber meistens merkt man es ja vorher. Also ich bin ein paar Mal in meinem Leben umgefallen, aber das merkt man vorher schon. Also man fällt jetzt nicht wie vom Blitz getroffen um. Doch, genau. Mir ist es einmal passiert im Grand Canyon. Ja, okay, gut. Da warst du ja Gott sei Dank nicht alleine. Nein, war ich nicht alleine. Da bin ich gegen Felsen geknallt mit dem Kopf, aber sonst okay. Ich bin aber schon gesessen, war nicht so dramatisch. Ja. Geli, kann ich gerade noch mal kurz fragen bezüglich des Cortisolspiegels? Du hast ja gemeint, beim Bluthochdruck ist der Cortisol auch zu hoch, ne? Wenn der Bluthochdruck morgens hochgeht, ja. Weil morgens haben wir einen Cortisolanstieg. Und die Problematik ist, dass der Cortisol im Laufe des Tages nach unten gehen muss. Und gestresste Leute haben die Problematik, dass der Cortisolspiegel auf Dauer nicht runtergeht. Und zwar habe ich da ganz viel gelernt, auch wieder in der Familie, nachdem meine Tochter immer gesagt hat, sie kann nicht schlafen. Sie hat gar keinen hohen Blutdruck, sie hat einen niedrigen, aber sie konnte nicht schlafen. Und die hat so ein Cortisol-Tagesprofil gemacht, das ist ein Speicheltest. Da wird alle 3-4 Stunden wird ein Speichel genommen. Das heißt, der Cortisol beim Arzt zu messen, morgens bringt überhaupt nichts oder abends mal zu messen. Die hat also immer so ein Profil gehabt. Und da hat man eben festgestellt, dass das Cortisol nachts um 1 schon angestiegen ist, anstatt um 4, 5 Uhr morgens. Und da aufschlussendlich geht nur ein Speicheltest mit 5 oder 6 Tests über den Tag weg. Das ist das Einzige, was man nutzt. Das kann man machen, irgendwo 100, 120 Euro. Heilpraktiker machen das, Ärzte weiß nicht, ob sie es machen, aber so ein Tagesprofil bietet die Firma. Ich glaube, Haus bietet es an. Ob der Haus, der als Heilpraktiker mit dem Labor zusammenarbeitet, die machen das. Wenn man dann schon in einer Nebennierenschwäche ist, sage ich jetzt mal, da ist ja der Cortisolspiegel erniedrigt. Ne? Hängt es dann auch mit dem niedrigen Blutdruck zusammen? Was kann man dann da machen? Diese Nebenniere-Schwäche. Ich bin halt der Meinung, dass sie Nebenniere durchaus wieder produzieren kann, wenn sie alles kriegt, was sie braucht. Wir haben ja die Problematik, dass wir diese Mikronährstoffe brauchen. Und ich finde es immer schlimm, wenn mir dann die Leute, die Wochen voll jammern, wie schlecht es mir geht, und ich sage, muss das und das nehmen, und sie nehmen es nicht. Und dann muss ich sagen, man kann nicht ein Leben lang, und da sind insbesondere die junge Frauen, die Zellen beleidigen, indem man denen nicht kriegt, gibt, was sie, also nicht gibt, was sie brauchen. Es war jetzt einfach ein Fall, dass der mich wegen seiner Tochter gefragt hat. Und die junge Dame, die ist, für meine Begriffe, ist er magersüchtig, sie will schlank sein, sie mag nicht essen, wenn dann nur Nudeln und möglichst vegan und überhaupt und kein Fleisch und so weiter. Und dann sage ich, man kann nicht ein Leben lang oder über Jahre weg dem Körper vorenthalten, was er braucht und sich dann wundern, wenn er irgendwo streikt. Und da gilt es für mich nur eins, Hormone bestehen aus Eiweiß, auch das Cortisol besteht aus Eiweiß. Eiweißshakes. Ich weiß, sie kommen dann irgendwann zu den Ohren raus, aber in diesem Fall rauf mit dem Eiweiß. Hormone, Neurotransmitter bestehen aus Eiweiß. Und übrigens unser Immunsystem auch. Und wenn man den Eiweißspiegel misst, und das stelle ich auch immer wieder fest, wenn denn die Leute so ausgepowert sind, die haben einen Eiweißspiegel von 6,8, 6,9, 6,5 oder 5, manche geben es auch für 65, 68 an, anders zum Komma, aber wenn man dann irgendwo Richtung 18 oder 80, dann wird ein Schuh draus, dann geht es einem gut. Und das hochzukriegen, ist auch nicht einfach. Also 8 wäre optimal, ja? Sagen die Anti-Aging-Mediziner, 8 wäre super, 8 und du bist okay. Super drüber. Ja, und das muss man auch berücksichtigen. Okay.
Gibt es denn sonst noch Fragen? Oder auch Fragen, wir müssen ja nicht unbedingt nur beim Bluthochdruck bleiben. Gibt es irgendwelche anderen Fragen noch? Ich habe noch wieder was. Okay. Ich bin mal zum Schluss angeschissen. Und zwar, der Leszek hat mich im Hintergrund gerade ein paar Dinge gefragt. Und zwar, er hat... Sekunde. Der Leszek hat... Ich weiß, dass unsere Produkte da wirken, aber ich will gern mal, dass er das von euch hört. Und zwar ein sehr, sehr guter Freund von ihm, der hat Diabetes Typ 2. Hat auch schon Probleme mit den Zehen, mit den Durchblutungen und was weiß ich. Wer da Erfahrung hat in Diabetes, ich weiß, wir haben da auch ganz viele, aber mir ist immer lieb, dass er mal das von euch hört. Und dann, Gaby, dann gibt es noch eine Frage an dich und Jacqueline, da geht es um Wundbrand. Und das Thema Herzinfarkt hat ja auch mehr oder weniger was mit bisschen was mit Blutdruck und Durchblutung und allem zu tun. Und jetzt habe ich aber gerade, weil ich das mal wissen wollte, Frank, ich habe jetzt den Frank Liedenbecker mal kurzfristig dazu gebeten. Leszek, bist du da? Kannst du dich mal freischalten? Leszek? Kannst du dich mal freischalten? Frank, vielleicht kannst du mal ganz kurz deine Story erzählen, was es mit deinem Diabetes auf sich hatte. Wie lange hast du die Produkte insgesamt genommen, bis du das Insulin reduzieren konntest? Ich weiß, in deinem Bericht steht was von 11-12 Wochen. Und es wäre ganz toll, wenn du da mal die Erfahrung von dir weitergeben könntest. Danke, dass du so schnell reagiert hast. Du bist auf dich bin ich echt gut verlassen. Dankeschön. Ja, wunderschönen guten Abend. Hi. Hallo. Ja, bin gerade auch erst nach Hause gekommen, habe gerade noch meine Tochter abgeholt vom Sport. Ja, ich bin im Januar 2016 gestartet. Ne? Ein Arbeitskollege von mir hat mir halt einen Flyer in die Hand gedrückt, ne? Wo das Produkt Lemonine halt beschrieben wurde. Ne? Sagte mir damals gar nichts. Ne? Und dann habe ich mir das durchgelesen. Hier so, ich sag mal so, Fibroblastenwachstumsfaktor sagt ja fast niemand etwas, ne? Der halt neu ist, ne? Aber 22 Aminosäure, ne? Das hat mir was gesagt. Und dann habe ich das bestellt, ne? Habe ich das genommen. Ne? Und bei mir war das so, ich hatte alle vier Produkte bestellt. Ne? Das große Powerhouse hatte ich bestellt. Und dann habe ich die Produkte genommen und konnte wirklich schon so nach 3-4 Tagen so sehr gut schlafen. Ne? Das hat mich schon sehr gewundert. Ne? Bei mir war es halt so, dass bei mir der Blutzucker bei rund 280 war, ne? Und der Langzeitwert bei 7,5 bis 8 so durchschnittlich. Ne? Wenn ich was gegessen habe, ging mein Zucker hoch auf 400-500. Ne? Und ja, da habe ich die Produkte halt 3 Monate genommen, ne? Und war dann nochmal beim Diabetologen. Ne? Der hat mir dann gesagt, so, ey, was machst du? Ne? Ich sage, keine Ahnung, ich nehme mir so Produkte, ne, die euch vom Arbeitskollegen empfohlen bekommen, ne? Sag, keine Ahnung, warum? Warum fragen sie, ne? Sagt er so, ja, ihr Langzeitwert, ne? Ihr Langzeitwert liegt bei 6,0 und ihr nüchtern Zucker bei 160. Was machen sie? Habe ich denen das erklärt, ne? Konnte sich natürlich nicht so viel darunter vorstellen, weil, ja, ich habe ihnen halt gesagt, ja, da ist so ein Fibroblastenwachstumsfaktor drin, ne? Der hat meinen Körper so ein bisschen verändert, ne? Und dann war ich dann ein Jahr weiter, ne? Hatte dann nochmal eine Untersuchung, ne? Man hat ja halt öfter so eine Untersuchung bezüglich der ganzen Nervenstränge und so, ne? Bei mir war es halt so, ne, dass ich so in den Fingern und so gar nichts mehr gefühlt habe, ne? Und ja, das kam halt wieder, ne? Das kam wieder und dann, ja, da war ich ein Jahr weiter und dann war ich wieder beim Diabetologen, da sagt er so, hey, dein Langzeitwert ist bei 5,0. Was machst du, ne? Ich sage, das habe ich mir ja schon mal erklärt, ne? Vor ein paar Monaten. Ne? Und ja, ihr Nüchternzucker liegt jetzt bei 100, ne? Und ich so, ey, das gibt's ja überhaupt nicht. Ne? Und da habe ich das immer weitergemacht, ne? Und
habe mich dann mit den Produkten beschäftigt, ne, sehr beschäftigt und weiß auch genau, was da passiert halt, ne? Und bei mir ist es halt so, dass ich auch 31 Jahre lang Musik mache. Ne? DJ bin ich noch, ne, hatte immer was mit dem Rücken, dann so eine Arthrose vorne in den Füßen, so die ersten 20 Schritte gehen gar nicht. Ne? Also war schon sehr, sehr belastend. Ne? Also sehr belastet mein Körper. Ne? Und ja, ich muss jetzt sagen, ich mache das ja seit 2016 durchgehend. Und ganz, ganz wichtig ist halt auch, dass man Geduld hat, ne, dabei, ne, bei den Produkten. Mittlerweile ist es so für mich, ne, dass die Produkte für mich das Gleiche ist, so wie Zähneputzen, ne. Also jeden Tag nehme ich das, ne, und mir geht es eigentlich immer besser, ne, weißt du. Ja, es ist wirklich nachweislich, ne. Man sagt ja immer, ne, Diabetes ist nicht heilbar, ne. Es ist aber wirklich nachweislich so, ne, dass halt der Diabetes nicht mehr nachweisbar ist, ne, bei mir, ne. Wenn ich irgendwas esse oder so, ne, damals habe ich halt sofort einen Zucker gehabt von 400, 500, ne, das passiert halt nicht mehr, ne. Das hat sich alles stabilisiert. Ich hatte damals, ne, die Pankreas-Kapazität war ungefähr bei 15%, ne, und die liegt jetzt gerade bei, ja, ich habe es jetzt vor kurzem nochmal untersuchen lassen, so ungefähr bei 95%, ne, ja. Also das hat sich wieder normalisiert. Und das ist, alleine das ist schon wirklich jeden Cent wert, ne, den ich da drin investiert habe. Ne. Und ich habe danach auch wirklich ganz, ganz viele Leuten davon erzählt. Ne. Und kannte mich im Bereich Network Marketing, sage ich jetzt auch mal, überhaupt nicht aus. Ne. Und mittlerweile ist es halt so, dass meine Frau, ich, der Hund seit 2 Jahren, wir haben Labrador, Border Schnauze, seit 2 Jahren bekommt er das mit ins Futter, ne, weil wir das mal testen wollten. Ne, und ich kann mir das eigentlich gar nicht mehr vorstellen, ohne die Produkte. Ne, und ja, das sind so meine Erfahrungen. Ne? Also Frank, kann man jetzt davon ausgehen, dass der Hund alle überlebt, oder? Es ist wirklich cool. Ne? Also wir haben Labrador Border Schnauzer, ne, und die ist 8 Jahre alt halt. Ne? Ja? Aber diese Kraft, das Fell, die Aufmerksamkeit geht mir hin und wieder ein bisschen auf den Senkel, weil die springt überall an, wenn draußen einer langläuft. Ne? Aber das ist wirklich cool. So. Ja, aber ich habe nochmal eine Frage zu dem Diabetes, wenn ich da nochmal einhaken darf, weil ich bin immer, ich nerv dich dann auch ein bisschen, weißt du? Du hast dann immer noch was bei mir. Du, hattest du auch sowas wie eine Art, die Befürchtung diabetischer Fuß? Weil ich weiß, der Shandor, der jetzt auch hier da ist, Grüße, unser alter Ungar hier, ist auch belastet mit Diabetes, ne? Ich hatte 2 Löcher unter dem Kopf. Und wie sich das mit dem Sehverhalten bei dir verändert hat, das Augenlicht, ne? Das ist ja, also ich hatte ja damals eine Kurzsichtigkeit von 4,75, ne? Mhm. Und habe jetzt, also im Januar 2017 halt wieder eine neue Brille bekommen, ne? Ja? Und habe jetzt zurzeit halt eine Kurzsichtigkeit von 2,75, ne? Ja? Von 4,75 auf 2,75, weil es ist ja so, dass der Diabetes ja auch auf die Augen geht, ne? Ja? Die Belastung. Und ich hatte halt Anzeichen auf dem diabetischen Fuß, ne? In denen ich 2 kleine Löcher hatte, ne? Die nicht verheilt sind, ne? Damals, ne? Mhm. Also ich sag mal einfach ganz klipp und klar, wenn ich es nicht gemacht hätte, ne? Wäre ich jetzt erwerbsunfähig, ne? Und könnte nicht mehr arbeiten, ne? Ja? Mhm. So ist das. Immer wieder beeindruckend, was du erzählst. Echt, muss ich sagen. Du machst das auch gut. Ja, weißt du was? Ich bin da wenigstens ehrlich bei, ne? Weißt du? Ich erfinde da nichts bei, ne? Es ist einfach das, was passiert ist, ne? Und wenn du halt siehst, was man da für einen Power in den Körper reinbekommt, ne? Ja? Wir gehen ja auch viel spazieren und so, ne? Meine Frau und ich, ne? Mit dem Hund und so, ne? Ja? Und da sind wirklich so 15 bis 20 Kilometer nichts, ne? Das macht nichts. Ja, wenn ich mir wirklich so mein Umfeld anschaue, ich bin ja bei der Edeka noch am Arbeiten, ne? Ja, noch am Arbeiten, sag ich mal, ne? Und wenn ich da so meine Arbeitskollegen sehe, ne, die da jeden Tag am Schreibtisch sitzen, ne, da siehst du wirklich den Unterschied, ne? Bei denen ist es halt so, die, oh, das tut weh, hier tut weh, da tut weh, ne? Aber von meiner Seite habe ich mir das halt abgewöhnt, denen das zu sagen. Ne? Ich habe denen das damals mal erzählt, klar, ne? Aber da haben die gesagt, ja, ja, ne? Kennst ja die Leute halt. Ne? Die sagen ja immer,
naja, was habt ihr denn da? Ne? Aber wenn man sich halt mal mit so einem Fibroblastenwachstumsfaktor beschäftigt, ne, der war ja bei der, der ist ja bei der schwangeren Frau in der Plazenta im Randbereich dafür zuständig, dass das Embryon entsteht. Halt, ne? Ja? Und ab circa den 23. Lebensjahr ist der nicht mehr im Körper aktiv. Ja? Das heißt, der kann nicht mehr produziert werden. Ne? Und durch Laminin führst du den halt wieder zu. Ne? Da kann man sich ja halt auch vorstellen, was da passiert. Ne? Ja? Ist einfach so. Ne? Ist so. Muss ich auch sagen, ich habe jetzt die Jahreszeit, wo es mir mit meiner Lungengeschichte normalerweise total schlecht geht, durch Nebel, feuchte Luft und so weiter. Bisher dreimal auf Holz geklopft, nichts. Weißt du was, die Prävention da drin, ne? Das ist das A und O, ne? Dass du halt vorsorgst, damit dir sowas nicht passiert. Ne? Bei meiner Frau war das halt auch so, ne? Die hatte Tennisarm, die hatte Fersensporen und sowas, ne? Da war schon wirklich eine Menge los, ne? Und das ist halt nicht mehr da, ne? Weißt du? Ja? Es hat sich normalisiert und das ist wirklich das Sensationelle daran. Und ich muss wirklich sagen, das A und O, ne, ist die Geduld, ne? Wenn die Leute sagen, boah, nach einem Monat so, hey, ich bin ja noch nicht wieder topfit, ne, hundertprozentig fit, das geht doch nicht, ne? Das muss sich ja auch alles erstmal wieder, das muss sich ja auch alles erstmal wieder einpflegen, so in den Körper, weißt du? Ne? Frank, die Martina fragt, ob du weißt, warum du Diabetes gekriegt hast. Natürlich. 31 Jahre lang habe ich Musik gemacht, ja. Wenn ich abends nach Hause gekommen bin, ne, so 4-5 Uhr morgens, ne, dann bin ich mal eben schön was essen gegangen, da mal Burger, hier mal, da mal, ne. So halt überhaupt nicht so auf meine Ernährung geachtet, ne. Und dann habe ich irgendwann die Quittung bekommen. Nicht viel geschlafen, weißt du, ne. Ich habe ja dreimal die Woche Musik gemacht, ne? Und dann jeweils bis morgens um 5 Uhr. Ne? Das heißt, man konnte sich gar nicht so erholen. Ne? Was, ne? Okay. Gut, dann habe ich gesehen, der Mario hat noch eine Frage. Moment, Martina, du wolltest den Frank noch was fragen? Na, ich wollte erstmal Hallo sagen. Hallo Martina. Hallo. Lange nicht gesehen. Ja, ganz genau. Lange nicht gesehen und gehört. Ne? Und jetzt verrate ich dir mal was. Wir dürfen dem Frank überhaupt mal gratulieren. Er ist ja frisch verheiratet. Ah, Gratulation. Genau. Lange dann hilft auch, genau eine neue Liebe zu finden. Ja, auf jeden Fall. Martina, du siehst ja so jung aus. Ich freue jetzt mal Gerüchte. Ja, von wegen. Ich bin hier auch gerade vom Sport und sehe hier gar nicht gut aus. Aber ich habe mich jetzt mal getraut zu zeigen. Nein, aber es ist wirklich wahr, Frank. Ich hatte es wieder vergessen. Genau, denn ich habe dich damals gefragt, und das muss man ja wirklich mal hier sagen, vielleicht mal für alle als Hintergrund. Ich bin medizinisch-technische Assistentin. Hatte mal vor, den Heilpraktiker zu machen, habe es aber dann aus zeitlichen, finanziellen Gründen auch wieder abgebogen. Aber bin da also in den Themen auch ziemlich ja, fest eigentlich mit drin und habe sofort damals, als ich wo haben wir uns denn da kennengelernt? Wir waren damals in Langenfeld. In Langenfeld war das, genau. Nicht mehr, genau. In Langenfeld, genau. War ein toller Vortrag. Und dann haben wir uns ja nachher da im Café kennengelernt und gesagt, das geht gar nicht. Ne? Also man muss wirklich mal sagen, ein junger Mann noch, ja, aber Diabetes 2 mit solchen Werten und letztendlich nicht therapiert. Ja, wenn, also du hast ja gesagt, du hast das auch die Medikamente, was war das? Oh, den dürfen wir jetzt sagen. Also entsprechende Medikamente auch reduziert dann relativ schnell. Und ja, dass ich dann auch gesagt habe, also es ist wirklich eine Sensation. Und das alles unter den Leitfarbenprodukten. Ne? Na klar. Ja, aber ich hatte, das fand ich jetzt wichtig nochmal zu hören. Also du hattest ja in dem Sinne kein Übergewicht. Ne? Du warst ja eigentlich nicht der... Aber ich habe halt eine sehr bescheidene Lebensweise gehabt, ne? Damals. Ne? Ja, das hatte ich jetzt wieder vergessen. Ja, ne, das also diese ungesunde Lebensweise, ja, wenig Schlaf, unregelmäßiges Essen, keine ausgewogene Ernährung, ja, und klatsch, kannst du was an die Backe kriegen. Ne? Natürlich, da war ich noch Raucher, ne, 20 Jahre, ne, ja. Ah ja, okay. Ja, das mache ich ja alles gar nicht mehr, ne, weißt du, ne? Ja, ganz solide geworden, ne? Ja. Nur wenn man so den Absprung nochmal schafft, ne? Ja, genau. Ja, also genau, was du gesagt hast, und das ist wirklich nicht übertrieben, das, was du alles erzählt hast, du wärst wirklich berufsunfähig. Ich wäre berufsunfähig, ja, auf jeden ganz Fall. Ganz klare Kiste. Ja, also, das Schlimme heutzutage ist, ne,
Es interessiert ja keinen. Ne? Wenn du halt heutzutage berufsunfähig wirst, ne, dann bist du das halt. Ne? Ja? Das interessiert keinen Menschen. Naja, also soweit ich das jetzt mal weiß, das ist ja nicht mehr so der Sonnenschein, wie es mal vor 30, 40 Jahren war. Also da bist du schon die Generation, die aus dem ganzen Raster hier rausfliegt. Also du hättest da finanziell deine Probleme, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist ja, also... So habe ich das halt nicht. Ne? Bitte? Ich hab ja auch damals, ich sag mal so, Network Marketing noch nie gemacht. Ne? Ja? Ich habe halt Leuten damals davon erzählt, ne? Und dann hat mein Sponsor mir halt gesagt, hier, guck mal auf dein Wallet. Ich sage, was ist ein Wallet? Ne? Ich kannte das überhaupt nicht. Ne? Ja? Da hast du schon Geld verdient. Ich sage, wo? Ich sage, keine Ahnung. Ne? Und dann, ja, mittlerweile bin ich halt ein sehr guter Networker auch geworden, ne? In dem Bereich. Ja? Du kennst mich ja, ne? Und ja, wisst ihr, was das Gute ist bei unserem Geschäft oder bei unserem Geschäft, würde ich nicht sagen, bei dieser Tätigkeit, die wir haben? Solange man hier tippen kann, solange man hier babbeln kann, kann man hier nie berufsunfähig werden. Also wer berufsunfähig werden will, der soll bei Lifefarm aufhören. Das ist auch sowas. Also Lifefarm hat, glaube ich, schon einigen die Rente verschissen, sage ich jetzt mal ganz so. Ne? So jetzt auch wirklich, ne? Ich war ja jetzt auch im Sommer mit auf der Rhapsody of the Sea, ne? Ja. Und auf der Kreuzfahrt war ich mit dabei und so, ne? Und ich habe wirklich gedacht, ne, du gehst jetzt auf das Schiff, ne? Ja? Und den Rest musst du bezahlen. Das war aber nicht so, ne? Ja. Und dann habe ich auch dann Vicky Soyanto und so kennengelernt, ne? Die, also den Firmengründer und so, ne? Und das war schon wirklich cool, ne? Ja. Da hast du auch mal, wir waren ja insgesamt mit 400 Lifefarmern, waren wir auf dem Schiff, ne? Und das war wirklich schön, ne? Weil man hat sie alle mal kennengelernt und so, ne? Und das war schon top, ne? Ist dann nochmal eine Tankstelle der Motivation, ne? Ja, dazu müsste ich dann auch noch was sagen. So eine Tankstelle der Motivation haben wir am 1. Dezember. Und zwar für Lifefarm Gesamtdeutschland. Das tun wir organisieren im kleinen Team. Slavomira, Jessica, Alex, Jacqueline, Entschuldigung, unser Gelchen und der Alex. Also am 1. Dezember sind wir vormerken. Das gibt eine Jahresabschlussversammlung. Da kommen auch Leute hin, die das Studium vorstellen. Kommen auch die Soyantos und noch drei andere, die man da, naja, okay. Aber ich würde gerne den Chandor, würde ich gerne mal was fragen. Chandor, du nimmst und das Ganze in Köln, ne? Das klären wir noch. Das geben wir rechtzeitig bekannt. Ja, also kommt dann auch. Ne? Einmaliger. Ja, also da. Also dann abends das Abendkleidchen anziehen, Frank, ne? Und los geht's. Okay, Andreas, bevor du den Sandor fragst, möchte ich doch gern nochmal auf den Mario eingehen. Der hat nämlich auch eine Frage. Hm? Mario. Jetzt mir? Das ist gut. Auf geht's. Ich habe die Kamera heute erst installiert und geschaut, ob die funktioniert am PC. Und zwar, meine Schwester hat eine Tochter, die hat von Geburt an Diabetes und ist eigentlich nicht wegzubringen. Gibt es da eigentlich auch irgendwelche Erfahrungen damit? Geli, kannst du was sagen dazu? Ich habe kein Wort verstanden. Ja, ihr seid extrem leise. Seine Schwester hat eine Tochter, die von Geburt aus Diabetes hat. Hat man da eine Chance, das wegzubringen? Wenn man das Prinzip von Laminein verstanden hat, ja. Dieses Prinzip ist ja ganz einfach, dass es Stammzellen repariert. Und ich weiß nicht, was für eine Diabetes ist, ob es 1 oder 2 ist, aber selbst bei 1 ist es so, dass sich erfahrungsgemäß die Insulindosis mit der Zeit reduziert oder halbiert sogar. Mhm. Ich würde es versuchen, das ist ganz einfach. Wenn es mein Kind wäre, würde ich es versuchen. So einfach ist es. Wie alt ist denn das Kind? Die ist jetzt um die 18 Jahre alt. Na ja, gut, dann kannst du ja normale Laminein nehmen. Das ist ja nicht so, dass man wäre das irgendwo ins Fläschchen oder so reingeben muss. Ist natürlich schwierig, wenn die das von Geburt an hat, gehe ich mal von einer 1 aus. Ja. Wenn halt, sagen wir mal so, die Ärzte sagen, dass wenn das C-Peptid gleich bei 0 ist, wenn da keine Zelle mehr ist, kommt da nichts mehr. Aber ich habe so viele im Umfeld, die das C-Peptid unten haben, wo es sich wieder verbessert hat. Also wo die Insulindosis reduziert hat. Die messen ja das C-Peptid als Faktor dafür, ob noch Immunzellen da sind, ob noch Insulinzellen da sind. Und wenn da noch ein paar da sind, können die sich auch vermehren. Nur wenn gar nichts mehr da ist, das ist eben die Frage, das weiß man nicht so genau. Ich denke halt immer, man braucht nur 1, 2, 3 Zellen, die wieder anfangen, sich zu teilen.
Ob sie das hat nach 18 Jahren, weiß ich nicht. Aber es wäre zumindest mal ein Versuch wert. Okay, dann muss man das probieren. Bitte? Dann muss man das probieren. Ja, anders geht's nicht. Weißt du, das ist die Problematik ist, die Leute wollen immer so eine Erfolgsgarantie. Wenn ich eine Erfolgsgarantie von Anfang an gehabt haben wollte, hätte ich Lemina nie nehmen dürfen. Meine Tochter auch nicht. Und es geht ja so gut damit. Also ich habe es ja gekauft, da wusste ich nicht mal, was ich da kaufe. Ich habe erst hinterher gelesen, was ich da kaufe. Und habe es dann meiner Tochter empfohlen, die Erfolgsgarantie kriegst du nicht. Die Leute, die kommen und sagen, hilfst du mir beim Bluthochdruck? Nee, das Bluthochdruck, der hat es nicht gleich geholfen, aber die Gelenkprobleme sind weg. Beim anderen sind die Gelenkprobleme noch da, aber der Blutdruck geht runter. Oder das Herz erholt sich, die Herzschlagkraft. Du weißt nie, was es macht. Der Nächste sagt, mein Myom ist kleiner geworden. Aber alles andere habe ich noch. Ja, was soll es? Eins nach dem anderen. Und aus diesem Grund, die hilft nur eins probieren. Ich würde mir einfach mal, und das ist eine langfristige Sache, wenigstens ein Jahr Zeit geben. Wenigstens ein Jahr. Wenn ich überlege, was ich in diesen 16 Monaten, wo ich dabei bin, verändert habe. Hätte ich nie gedacht, da hat man sich einfach schon dran gewöhnt gehabt. Aber je länger etwas besteht, umso länger dauert es halt auch, bis es weg ist. Da muss man sich die Zeit geben. Nicht meine, nach 4 Wochen, 6 oder 8 oder so, man merkt halt nichts. Gerade wenn kein C-Peptid mehr da ist, gar nichts. Das ist eine langfristige Sache. Darüber müssen Sie sich klar sein. Und wenn Sie das nicht wollen, dann brauchen Sie gar nicht erst damit anfangen. Okay, dann werde ich jetzt mal sagen und dann sehen wir, was rauskommt. Ja, weißt du, das ist einfach so, es ist schade ums Mittel. Wenn jemand das 3 Monate nimmt und es passiert nichts und wir hören dann auf, es ist schade ums Mittel. Das ist dann, ich wehre mich inzwischen dagegen, wenn die Leute sagen, es wirkt nicht. Es wirkt immer, nur wir wissen nicht immer, wo es wirkt. Ich zum Beispiel bei meiner ganzen Liste, die ich aufgelistet habe, habe festgestellt, dass ich immer wieder Schmerzen hatte in Bereichen, wo ich mal gestürzt bin. Also wo ich ganz große Schürfwunden hatte, wo ich mit dem Fahrrad gestürzt bin. Es hat gebrannt wie da, wo es zu kalt ist. Und ich gehe mal davon aus, dass da einfach noch was im Untergrund war, wo Lemminein irgendwas gemacht hat. Ich hab wochenlang hier, wo ich mal gestürzt bin, wieder Schmerzen gehabt. Die sind weg. Ich habe gedacht, das geht gar nicht weg. Ist irgendwann was verschwunden. Nur es dauert halt einfach. Und wenn man dann sagt, ja, ich probiere das mal ein Vierteljahr oder ein Halbjahr. Und dann höre ich auf. Und dann, es ist wie wenn du immer in der Erde buddelst, kurz bevor die Frucht rauskommt, ob es dann auch wirklich wächst. Wenn du das ein paar Mal machst, geht das Pflänzchen auch kaputt. Da braucht man einfach Zeit. Nur, wie gesagt, wäre es mein Kind oder mein Enkelkind, ich würde es machen, auf jeden Fall. Ja, ich werde das mal nahelegen, dass sie das macht. Wissen muss sie es eh selber, weil sie blockt momentan so ziemlich alles ab, weil sie ja schon alles probiert. Ja, ich weiß es, aber schau mal, was hat denn Jacqueline erzählt mit dem kreisrunden Haarausfall ihrer Tochter? Ihre Tochter hat doch auch sich geweigert und hat gesagt, Mama, nicht nochmal was, ich habe schon so viel probiert, das nützt nichts. Meine Cousine in Irland ist Therapeutin und wenn die dann sage, ja, ich habe schon so viel probiert und ich habe schon so viel Geld ausgegeben, sagt sie, interessiert mich nicht, bei mir waren sie noch nicht. Dadurch, ja, die ist ja da ein bisschen härter. Ich verstehe die Leute, dass sie schon so viel probiert haben, auch so viel Geld ausgegeben. Aber sie haben noch nicht Lemminein probiert. Das ist ganz einfach. Nur, du musst hingehen und denen sagen, hör mal zu, gib dem Mittel wenigstens ein Jahr und guck mal, was passiert. Und vielleicht ist es nämlich einfach so, dass nur am Anfang nur mal das Insulin weniger wird, was er nehmen muss. So einfach nach ein paar Wochen. Ne? Das müsst ihr halt einfach beobachten. Bei meinem Cousin war das so. Da ist im Gegenteil, da musste mehr Insulin nehmen, weil das Insulin und Lemminein sich nicht vertragen hat. Dann haben sie das Insulin gewechselt, dann konnte er wieder auf Normaldosis gehen und jetzt geht er runter mit dem Insulin. Und sein Vater hat auch Diabetes 1 und die sind aber schon älter, die haben Angst, das Insulin zu reduzieren, weil sie Angst haben, sie rutschen wieder in so einen Zuckermodus. Aber solange die Lemminein nehmen, ich meine, man kann nicht so viel Insulin spritzen, das ist auch ganz klar. Nur man braucht Geduld und man muss den Zuckerspiegel immer beobachten. Aber ich gehe mal davon aus, sie hat eh eine Pumpe. Ja. Ja, also dann reguliert es ja die Pumpe selber. Und wenn die dann weniger braucht, ist das in Ordnung. Ich würde aber da auch gerne was zu sagen. Ich tue das immer ein bisschen anders erklären. Ich sag mal, Boris Becker hat auch immer erstmal mehr Bälle ins Netz gehauen, bevor er einen drüber gekriegt hat. Ne? Und der auch gesagt hat, ich habe noch nie einen drüber gekriegt, wäre dann nie Wimbledon-Sieger geworden. Ne?
So kann man sie auch irgendwo sehen. Aber jetzt gerade Leute, die vom Diabetes betroffen sind, egal ob das Typ 1 oder 2 ist, die haben ja nicht nur den Diabetes am Hals. Da spielen ja ganz, ganz andere Dinge auch noch eine Rolle. Stimmungsschwankungen, rauf, runter, psychische Schwankungen, ne? Selbst wenn sich das erstmal schon mal bessert, ne? Ich meine, du kennst das Kind, Mario. Das ist wahrscheinlich mal so gelaunt und mal so gelaunt, ne? Und extrem, das mehrmals am Tag wechselt das, kann ich mir gut vorstellen, ne? Und selbst wenn sich das erstmal aufbaut, weil das tut Laminine ja auch bewirken, ist sie auch schon mal ein Teilfortschritt, ne? Ja, aber ich würde gerne den Chando mal erzählen lassen. Chando, du nimmst jetzt die Produkte. Du bist nämlich heute Abend ohne Pille da. Das ist mir sofort aufgefallen. Schmeiß weg das Ding. Weil Chando nimmt jetzt die Produkte ganz, ganz kurz. Ich glaube, 2 Wochen jetzt. Chando, erzähl doch einfach mal. Schalt dich mal frei. Ja. Hört ihr mich? Perfekt. Okay, also ich kann nur Frank anschließen. Also Stress ohne Ende. Stress auf jede Richtung. Oben, unten, oben und seitlich, egal. Ich habe das gemerkt durch Lemon Ein. Ich habe 1 oder 2 Tage eingenommen. Ich habe geschlafen wie ein Bär. Wirklich, ich habe das nicht erkannt. Sogar habe ich einen Termin gehabt. Ich bin auch ein Veranstalter gewesen. Auch DJ seit 20 Jahren schon. Und ich habe keinen Termin verschlafen. Aber am nächsten Tag habe ich Termin verschlafen. Auf jeden Fall. Und das ist nicht von mir. Das könnte ich nicht. Ich könnte das 1 Uhr im Bett gehen und 5, 6 Uhr schon auf der Beine. Könnte ich nicht lange schlafen. Geht nicht. Ist nicht mal bei gewesen. Und dadurch habe ich das Zucker besorgt für mich. Der Kerzengeschichte, ne? Nicht nur in der zwei Ende, auch der Mitte habe ich angezündet. Und natürlich, mit mir passiert das nicht, doch passiert das schon. Also ich bin herzkrank geworden, eigentlich jetzt arbeitsunfähig. Vor 2 Jahren war ich noch Unternehmer, Beschallungsfirma gehabt und Transportmittel, Sachen. Kann ich gar nicht ausüben. Ich bin schon froh, wenn ich zu Lidl und wieder zurück schaffe. Zu Fuß, ehrlich. Wenn ich eine Einkaufstüte in der Hand habe, nicht übertrieben. Ich muss aufpassen, wie ich die andere Seite in Hand nehme. Neulich haben eine Gangstörung festgestellt bei Polyneuropathie, heißt das. Erstmal Ataxie, also alles Mögliche, was mit Zucker bedient sein sollte. Es ist stressbedingt, also entweder ganz hoch oder ganz niedrig. Langzeitwert ist mal, das sagt nicht viel. Wirklich, ich kann nicht anders sagen, Stress ist nicht die schwerste Krankheit. Es lauert an und merkst du nichts und sagt nicht Bescheid, wann bist du krank oder wann bist du gesund. Auf einmal merkst du das und das funktioniert nicht, das und das geht nicht. Und bei mir geht eigentlich gar nichts mehr. Also ich kann nicht sagen, was noch besser. Vielleicht die Hörfunktion funktioniert bei mir anders, alles anders. Ist tot, ehrlich, tot. Ich kann nicht anders sagen. Aber durch die Lemonine habe ich gemerkt, dass ich mal endlich ein Licht in der Natur sehe und das ist nicht der Lokomotiv und das richtige Licht und Geduld fehlt bei mir, ehrlich gesagt, wie da der Frank gesagt hat, Geduld ist alles, ja, bei mir ist das nicht, jetzt oder nie. Und das natürlich nicht geht, also Sprachschwierigkeiten habe ich auch, Sehstörungen, der Sehkraft bei mir 68%. Ich darf kein Auto fahren. Du kannst das vorstellen, in meinem Beruf, ich kann kein Boxen hochheben. Ich kann nicht meinen leeren Karton hochheben. Also es geht nicht, es ging nichts. Also Zuckerkrankheit ist sauschlimm, muss ich sagen.
ich bin erwischt worden, eine eigene Veranstaltung für die kostenlose Zuckermessung für Ungarn, in Ungarn, Szeged, Ungarn Süden. Da war ich Veranstalter für den. Und da sagten wir, kommen Sie mal ein bisschen messen, ja, die Zuckerwerten. Und die haben 25 festgestellt. 25 dort in diesem Fall ist sehr hoch. Hat er sofort gefragt, schwindelig oder nicht schwindelig, wie fühlen Sie sich? Ich habe mich ganz gut gefühlt, nichts, gar nichts gemerkt. Die haben trotzdem in eine Intensivstation reingebracht und haben dann Zuckerwerte runtergeholt. Und die haben festgestellt, der Zucker ist 1, also Zucker 1. Und ich habe gesagt, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Und ich habe die Essensgewohnheiten gemerkt und muss ich auch sagen, ich bin 164 groß, also ganz groß wie ein Baum. Und Gewicht war 136 Kilo. Also richtig dick gewesen. Heute auch noch, aber da absolut dick gewesen. Shandor, habe ich das, die Größe 1,65? Ja. Ach so, ja. Weil du sagst, und der Gewicht 136. Also ich bin sehr, sehr dick gewesen. Also so groß wie anderthalb Bordsteine und Kleidergröße SE, ja? Also rumherum ist mühsam, als will ich. Ja. Aber ich finde das so klasse. Ich habe den Shandor, wir haben uns vor 2-3 Wochen kennengelernt, ne? Ja. So ungefähr. Weil ich habe sofort gemerkt, der strahlt was ganz anderes aus jetzt. Du hast so eine Veränderung gemacht, das freut mich richtig für dich. Ich nehme das mittlerweile so 4,5 Wochen lang. Ich merke nichts Besonderes, aber trotzdem ist die Stimmung, Schwankung ist nicht so stark. Also der Cortisol, wie du das gesagt hast. Mhm. Und eben der Frau, ich weiß, wie sie heißt. Also der Cortisol ist alles. Bei mir ist es nicht mehr so trüb alles, weißt du. So. Ich bin immer so lachend, jetzt kommt er wieder. Habe ich Lust, rauszugehen, obwohl ich nicht kann. Also was muss ich sagen? Ehrlich, ich habe Gehstörungen, wie ein Besoffener. So gehe ich auf die Straße. Aber trotzdem, der Lemonine, also der 120er habe ich hier, jetzt, Gott sei Dank, ist schnell gewesen, wie du gesagt hast, also viel zu schwer gewesen, schnell gewesen. Und der Zucker geht auch hoch, runter. Nimmst du auch Digestive jetzt dazu, wie wir es gesagt hatten? Der Digestive habe ich erstmal genommen und dann der Omega. Und die mache ich immer wieder mal. Also bestell nachher. Ich rufe dich morgen nochmal an, dann besprechen wir nochmal. Ja, aber eins muss ich sagen, wie der Frank gesagt hat, die Leute hören nicht zu. Du sagst was, nicht wegen MLM oder sowas. Du sagst das, hier ist die Lösung, das ist die Möglichkeit, greif zu. Und der denkt, ach, er verdient Geld. Hm. Ja, also Ende. Ich denke mal, das Problem ist auch einfach, dass den Leuten nicht bewusst ist. Das Problem ist, die Leute werden erst wach, wenn sie ein Problem haben. Ne? Aber wenn das Problem da ist, dann sind schon 70% der Gesundheit, die sind schon kaputt. Ne? Das heißt, die Diabetes, die kommt ja nicht von heute auf morgen. Nee. Erst wenn du die merkst, dann sind schon 70% deiner Gesundheit geschädigt. Ja, weißt du auch nicht, aber schon beschädigt. Genau, und deswegen sollte man eigentlich prophylaktisch was tun. Auch jeder, der gesund sich fühlt, hat vielleicht seine Gesundheit schon so 60% zerstört, ne? Die letzten 10%, und dann merkt er erst was. Ne? Das ist ein Phänomen, das sollte man sich eigentlich mal. Das ist ja wie im Prinzip, ja, das ist wie ein Überfall. Ne? Die Gesundheit ist dann von jetzt auf gleich, ist sie weg. Das geht nicht schleichend. Ne? Ja, also der Überfall kommt auch von der Hausarzt. Du kriegst alles mögliche Tabletten zugeschoben. Ich habe 12 unterschiedliche. Auch der Metformin ist tödlich. Ich sag's dir, wirklich tödlich. Der frisst von dem Körper der ganze B12 weg. Komplett weg. Ich habe jetzt einen Kurs
zu 10 oder 12 Wochen nur B12, 400 nehmen, dass ich überhaupt mal gehen kann. Mhm. Und das ist der Wertvorteil, was der Haushalt auch aufgeschrieben hat. Und ich kann nicht hingehen, wenn man, du Idiot, was sagst du mit mir? Aber fühlst du dich so? Weil du kriegst das und das, das hilft, das hilft. Kein Medikament. Kein einziges. Ich bin über ein Jahr schon diese Herzkrankheit und alles Mögliche noch dazu, habe ich dir geschrieben, was ich gehabt habe. Und was wirkt, was wirklich wirkt, was eben der Frau erzählt hat, die Änderung, die Essensgewohnheit, dass du nicht mehr schnell nervös bist und sowas, das hilft. Und so könnte ich meinen Fuß retten. Das war schwarz und der Nagel abgesprungen, beides. Mhm. Jetzt, heute ist ganz weiß und wächst wieder der Nagel. Ich ja, kann. Wenn du das noch ein paar Monate nimmst hier, dann kannst du wieder Jumbo Lilch bringen. Pass mal auf. Das wird. Ich habe eine Frage an, stellvertretend würde ich die gerne noch stellen, an die Angelika. Leute, Angelika, bist du noch da? Angelika? Ja, bin da. Check. Und zwar stellvertretend werde ich hier im Hintergrund von Facebook, hat mich einer angeschrieben, der hat eine schlechte Verbindung, der kommt hier nicht rein. Und zwar, jemand hat einen Herzinfarkt in seiner Verwandtschaft. Ich weiß, dass ja da keine Nebenwirkungen bestehen zu irgendwelchen Medikamenten. Aber kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, wenn einer einen Herzinfarkt hatte, wie er Laminine und Produkte nehmen kann? Wenn der einen Herzinfarkt hatte, ganz normale Dosierung. Das heißt, er hat einen bestimmten Bereich im Herz, das abgestorben ist. Wenn man einen Herzinfarkt hat, dann ist ja ein durch Bluthochdruck, durch blutiges Blut, das Gefäß ist ja eine Verbindung unterbrochen, das ist gefäßverengt und da wird ein Bereich des Herzens nicht versorgt und der Muskel stirbt ab. Mhm. Der Bereich dieses Muskels stirbt ab. Das sind dann die, wo es dann heißt, sie haben nur 60-70% Herzleistung. Mhm. Aber wir wissen ja aus Erfahrungsberichten, dass die Herzleistung auch wieder steigt. Mhm, genau. Also mir ist, wie gesagt, ich kenne die Fälle, nur ich sage mal, okay, weil er jetzt nicht hier sein kann, weil ich will es immer gerne von einer dritten Person hören. Also wir hatten ja schon einige Fälle, sage ich mal, da ist auch eine Heilpraktikerin, du weißt, wen ich meine, mhm. Die hatte ja nur noch 40% Herztätigkeit. Ne? Kennst du die Story? Ja. Und dann ist die Dame dann in ein Krankenhaus gekommen, aufgrund von einer Lungenentzündung, weil sie sich irgendwo dermaßen erkältet hat. Und haben die Ärzte dann wohl zu ihr gesagt, na Gott sei Dank haben sie ein gesundes Herz. Ne? Und die dann, wie bitte? Und ich nehme schon seit 2-3 Jahren oder x Jahre Medikamente von euch. Ich habe nur 40%, bitte nochmal überprüfen. Und dann kam dann wirklich raus, sie hat wieder fast 100% Herztätigkeit. Ne? Ja, was ich noch nicht weiß und was ich noch versuche rauszukriegen, wenn ich mal so einen Fall, ich habe in meiner Downline auch Leute, ob wenn diese Herztätigkeit wieder zunimmt, ob die anderen Herzmuskeln die Funktion übernehmen und stärker werden oder ob der Körper nach und nach diese toten Zellen auswechselt innerhalb von ein paar Jahren. Ne? Das ist das, was ich noch nicht weiß, aber ich komme noch dahinter, versprechen. Ja, gut, aber das Ergebnis wäre ja erstmal schon mal... Na gut, wenn die Herzleistung besser wird, ist es natürlich schon toll, aber generell, ich will es aber genau wissen, ich will wissen, was da passiert. Das ist ganz einfach. Noch eine Neugier. Und dann wirst du uns sicher berichten. Bestimmt. Ich übergebe mal wieder an die Tina. Ich habe mich jetzt oft genug eingemengt hier. Aber das waren halt eben Dinge. Ich glaube, da waren noch welche, die noch was wollten. Also ich finde es immer ganz schön, wenn so jemand länger das Wort an sich nimmt. Das ist die Ruhephase für mich. Also Wortmeldungen waren jetzt keine mehr. Ich habe zumindest im Chat keine mehr gelesen. Die Inka, ja natürlich. Okay, Inka, ich schalte dich frei. Bis frei. Super, hi. Mir ist nur gerade was eingefallen, weil es hieß doch, dass Laminine die Stammzellen regeneriert. Ne? Und ich habe vor, lass mich überlegen, 2002 eine Bestrahlung gehabt, also eine Photonenbestrahlung, also die stärkste
Röntgenstrahlung den Mensch überhaupt aushalten kann. Dabei wurde mein Hypothalamus beschädigt. Daraufhin habe ich halt ganz schlimme, Blutung und so ist bei mir total schlimmes Thema. Habe ich mittlerweile im Griff, Gott sei Dank. Und Konzentration und Ausdauer, Kreislauf, alles mit zusammen. Würde Laminine diesem Defekt positiv entgegenwirken? Habt ihr da schon Erfahrungen oder was denkt ihr? Also gerade ist der Andreas zum Beispiel, die Angelika oder die Shaki. Der Andreas hat gerade schon, genau. Inga, zuerst definiere Stammzellen regeneriert. Laminine regeneriert keine Stammzellen, ja? Ja, weil wenn Stammzellen regeneriert würden, dann würden die Zellen, die sich eh schon teilen bei dir, ne, das würde angeschubst werden. Ne? Das heißt, dann würde sich auch immer der Fehler wieder mitteilen. Hier werden Stammzellen, adulte Stammzellen, die in deinem Winterschlaf waren, die sich noch niemals geteilt haben, die werden hier aktiviert. Aktiviert und nicht regeneriert. Ne? Weil wenn du etwas regeneriert, etwas einschubst, was sich regeneriert, dann tut sie immer den Fehler mitkopieren. Also hier geht es um die unbelasteten Stammzellen der Ursuppe. Ne? Aber ich sag mal, im Prinzip, das ist ja immer wieder die Frage, wirkt das dabei oder wirkt das dabei oder wirkt es auch dabei? Ne? Wenn man sich mal überlegt, dass jede Krankheit oder jeder Defekt ihre Ursache in einer defekten Zellinformation hat, ja, dann ist die Krankheit eigentlich egal, ne? Weil alles besteht beim menschlichen Körper aus Stammzellen. Ne? Das heißt, hat er jetzt ein Problem mit einer Gehirnzelle, wird es eine Gehirnzelle werden, mit ein paar Umwegen vielleicht dabei, ja, was alles dazwischen durch noch regeneriert oder jetzt ist es halt auch schon regeneriert, repariert werden muss, ja. Also ich wüsste nicht, warum es nicht helfen soll. Das, ich glaube, Angelika wird das Gleiche sagen, oder? Moment, ich muss mich hier mal freischalten. Okay, im Prinzip im Körper ist es egal, was er heilt. Eine adulte Stammzelle kann alles werden. Also eine omnipotente Stammzelle kann alles werden. Die kann auch eine Hypothalamuszelle werden. Aber ob dein Körper das tut, ob es für dein System Priorität hat, das steht auf einem anderen Blatt. Kannst du dir nicht sagen. Aber ich würde die Hoffnung gar nicht aufgeben, denn wie gesagt, was ich schon Überraschungen erlebt habe in den 16 Monaten, ich habe mich schon an Dinge gewöhnt, die wo ich dachte, naja, dann ist es halt so im Alter. Alles weg. Daher würde ich einfach mal dem Körper Zeit geben und sage, okay, und wenn du noch ein bisschen mental arbeitest, ist ja auch körperlich und ganz ein bisschen mental mitarbeitest und sagst, und ich möchte, dass das heil und ganz wird und es doch wieder werden. Aber das ist ein anderes Thema, da können wir uns mal irgendwann unterhalten, wenn wir uns sehen. Das ist mental macht. Du kannst mental nämlich auch ganz viel machen. Okay, super. Die Charlotte möchte was sagen. Warte. Kriege ich nicht an. Ich glaube, du musst dich selber. Jetzt. Ja. Ich war in der vergangenen Woche zur Knochendichte-Messung, da ja meine Knochen auch sehr zu wünschen übrig ließen. Und ich war das letzte Mal 2012 und da war eigentlich schon ein Unterschied von meiner Wirbelsäule zu meiner Hüfte zu sehen. Es waren aber beide noch in dem Bereich, wo schon ja, bei älteren Leuten sowieso dann etwas dünner wird mit den Knochen. Und im vergangenen Jahr, als ich angefangen habe, Lamine zu nehmen, wieder angefangen habe, ich hatte ja schon mal ganz kurze Zeit auch 2015, aber eben auch gedacht, ach, merkst nicht viel, also merkst keine Veränderungen. Im Grunde genommen hatte ich keine Veränderungen gemerkt. Und habe aber im vergangenen Jahr angefangen und habe dann aber schon die Möglichkeit gehabt, fast zeitgleich mit dem Pierscan auch mal messen zu lassen. Und da ist mir aufgefallen, zwischen zwei Messungen, dass da mit den, wie nennt die sich, die Knochen abbauen, Angelika? Osteoklasten. Ja, dass sich das schon verändert hatte.
Und siehe da, jetzt war ich zur erneuten Knochendichte-Messung und meine Wirbelsäule, da ist alles in Ordnung. Da bin ich im ganz grünen Bereich, aber bei der Hüfte leider noch nicht. Also man sieht es, dass es auch da, ich merke ja nichts davon, dass, was da jetzt schon für ein Unterschied ist. Wirbelsäule super, nicht mehr schlimm, aber die Hüfte, da muss ich noch was tun. Charlotte, was hast du gemacht? Laminine genommen, aber ich habe natürlich auch D3 und K2. Ich habe dich in letzter Zeit nicht gesehen. Wo hast du jetzt deine glatte Haut hergekriegt? Meinst du das, was hier immer war? Nein, insgesamt, ja, deine Haut ist viel glatter. Ja, das kann schon sein. Das fällt mir nun nicht mehr so auf. Aber ich hatte ja hier auch was, ich hatte ja lange ein Pflaster getragen. Da war so eine Alterswarze, aber die habe ich, vielleicht hat das Laminin noch unterstützt, aber die habe ich mit dem alten Hausmittel wegbekommen. Ja, das ist ja schon klar, aber insgesamt, deine Haut insgesamt ist viel glatter. Gut, ich komme ein bisschen näher ran vielleicht. Nein, trotzdem. Ja gut, ich ab und zu habe ich mir auch das Lamiderm. Verwende ich auch nicht ständig, aber zurzeit nehme ich es wieder. Hilft aber am wirklich. Meisten freut mich das mit den Knochen. Also ihr müsst doch zugeben, dass sie viel jünger aussehen, wie da, wo wir das letzte Mal gesehen haben. Genau, sag ich doch. Du meinst im Februar, wie wir uns naturell gesehen haben? Nein, jetzt auch hier im Ach so. Netz hat sich was verändert. Ich glaube vor 14 Tagen, es müsste jetzt 2 Wochen her sein, wo du auch mit herinnen warst, Charlotte. Ja. Und also definitiv, du schaust wirklich frischer aus. Und das ist doch auch schon das schöne Abschlusswort, dass wir das so im Raum stehen lassen können. Charlotte ist unser Jungbrunnen. Das beste genau. Beispiel dafür. Genau, das habe ich auch letztens gepostet. Ich habe den Jungbrunnen entdeckt. Genau. Ganz super. Also ich finde, das ist jetzt der Takt zum Schluss machen. Es ist 10 Uhr. Wir sind in einer Woche wieder da. Sehen uns in einer Woche wieder. Charlotte, wir schauen dich in einer Woche genau wieder an. Ne? Also Bühi. Nee, aber es ist wirklich perfekt. Man sieht wirklich irgendwo einen Unterschied. Somit wünsche ich euch einen schönen Abend und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Danke für die nette Moderation. Hast du gut gemacht. Gerne doch. Ja, finde ich auch. Danke.